wurde gerade von der Westbahn gegriffen. Für 4.000! Also die Fireblade kostet weniger als die 636. Okay, ich bin mir irgendwie nicht mehr so sicher, wo ich bin. Ich hätte ganz woanders links abbiegen müssen. Ich bin so dumm im Kopf, Digga. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Bei dem wunderschönen Wetter, was nur noch heute anhalten soll. Was irgendwo ein bisschen schade ist, aber deswegen nutzen wir diesen Tag auch, indem wir eine Stunde, bevor ich zur Arbeit fahre, muss nochmal rumfahren. Tag wurde richtig gut genutzt heute auf jeden Fall. Ja, der 1 Liter Micra. Keine Sorge, Officer, ist eingetragen, die Tieferlegung. Ja, ich weiß, das Bike ist übertrieben schmutzig. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, waschen zu gehen, weil ich kein Kleingeld habe. Ich habe nur die dicken Batzen immer, weißt? Deswegen bin ich nicht dazu gekommen, irgendwie 5 Euro in klein zu besorgen, um das Bike etwas sauber zu machen, weil langsam wird es echt unangenehm. Ich wurde gerade von der Westbahn gegriffen. Ich hoffe, dass sie weg ist. Wir sehen uns nach oben, es ist viel zu heiß. Wie komisch bin ich denn gerade angefahren, bitte? Yo. Das ist fresh. Immer wenn ich sage, wie heiß es ist, komme ich mir so vor wie diese Leute, die sich no joke ernsthaft über die Hitze beschweren. Wo ich mir nur denke, Junge, in Deutschland ist es gefühlt ein Monat im Jahr heiß. Genieß diesen einen Monat doch und beschwer dich nicht. Ich habe mich übrigens die Tage mal wieder umgeschaut nach einem neuen Motorrad. Also nicht in der Kategorie, sondern halt eine 600er wollte ich mir erholen, wenn ich endlich mal den Schein machen würde. Aber gehe davon aus, ich habe den Schein, dann will ich natürlich was Größeres fahren. Und mein Plan war eine 600er. Und die absolute Traum 600er wäre die 636 von Kawasaki. Also die ZX6R, die nicht wirklich 600 Kubik hat, sondern 636 Kubik. Und am besten Baujahr 2016. Weil dieses Ding sieht nicht mehr normal geil aus. Problem ist, die Dinger kosten 10.000 Euro für ein Bike, was 4 bis 5 Jahre alt ist. Das liegt wahrscheinlich halt sehr, sehr, sehr stark daran, dass sie halt wirklich so angesagt ist und so unglaublich gut aussieht. Also no joke, es ist jetzt von den 600er Supersportlern echt mit die schönste, die ich je gesehen habe. Aber 10.000 Euro sind halt 10.000 Euro, Digga. Also habe ich weitergeschaut und dachte mir, ja, es muss ja nicht unbedingt eine Kawasaki sein. Eine von den Big Four sollte es schon sein. Aber als ob es Kawasaki, Suzuki, Yamaha oder Honda ist, ist außen vor. Also habe ich nach einer Kawasaki, Honda und Suzuki geschaut. Erstmal sehr wahrscheinlich wird es eine Gixxer, weil die Dinger echt... Da ist eine, hier in München, wo alles übertrieben teuer eigentlich ist. Mit normal 4 Kilometern von einem Händler. Für 4.000! Digga! Dann die CBRs gab es auch noch zu wirklich normalen und humanen Preisen. Das Einzige, was mir da halt null taugt, ist, dass der Auspuff direkt unterm Sozius ist. Sowas gefällt mir absolut gar nicht, Digga. Ich finde das so unnormal hässlich. Ich könnte mir vorstellen, wenn hinten Sozius drauf ist, dass es ein bisschen Sitzheizung-Flair dann hat. Aber ja, das taugt mir in einer CBR gar nicht, dass der Auspuff wirklich unter dir ist. Aber es ist halt nur bei der Doppel-R so, wenn ich mir jetzt eine normale 600er-R holen würde, was mir schon reichen würde, weil 90 PS scheppern komplett. Die hätte zwar nur rechts einen Auspuff, aber dafür gibt es halt keine, die einen humanen Preis hat. Und dann dachte ich mir so, komm, schraubst halt die PS-Zahlen einfach ein bisschen hoch. Mal schauen, was da rauskommt. Und der, ich hoffe, dass meine Mutter dieses Video nie sieht. Eine Fireblade kostet einfach 6.000 bis 7.000. Digga, das Ding hat 170 PS. Das hat 30 mehr PS als mein altes Auto. Digga, 1 Liter Hubraum, das hat mehr Hubraum als ein Smart auf einem Bike. Und doppelt so viel PS für 6.000 Euro. Das überlebe ich doch nicht. Und ich hätte auch echt lieber eine 600er anstatt ein 1000er. Einfach aus dem Grund, der Unterhalt ist billiger für die. Und die Leistung ist für die Fahrten, die ich mache, so ein großer Unterschied ist es da nicht mehr. Weil die 1000er erst so ab 200 km/h merkst du, yo, es ist eine 1000er, auf der ich drauf sitze. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 200 km/h gefahren bin. Mit dem Bike gar nicht, weil es das nicht schafft. Und mit dem Auto ist auch echt lang her. Deswegen würde ich wirklich liebend gerne eine 600er holen. Aber wenn du halt so ein Angebot bekommst, Mann. Also die Fireblade kostet weniger als die 636. Was halt komplett ist. Das Ding hat 50 oder 60 mehr PS. Hat fast doppelt so viel Hubraum. Und kostet weniger. Aber ich glaube, am Ende wird es eh dann die Gixxer, weil die Preise von denen sind halt echt nicht zu überbieten, Mann.
Digga, Mann. Das ist halt ein Ami V8, ne? Sven, der A5 da, Mann. Der A5, so, ich muss mit meinem 2 Liter Diesel hinterherjagen. Maschallah. Ich glaube, ich habe einen Flieger im Auge. Oh Mann, Fliegen sind so dumm, Mann. Ihr habt den ganzen Raum hier, wo ihr rumfliegen könnt. Wo seid ihr? Bei mir im Helm. Also die Gegend kommt mir bekannt vor, beziehungsweise ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo ich bin. Aber ich weiß nicht, wie ich fahren muss, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen will. Ich glaube nur, ich bin im richtigen Gebiet erstmal. Okay, ich bin mir irgendwie nicht mehr so sicher, wo ich bin. Wo immer, wenn ich hier bin, es kommt mir so voll, als ob das so voll so Amerika oder so wäre. Oder so Tokio. Weißt du, mit Fahrbahnen, die gefühlt auf 20 verschiedenen Stufen aufgeteilt sind, mit Brücken und sowas. Hier sieht schon ein bisschen futuristisch aus. Und willkommen im Gewerbegebiet von München. Keine Ahnung, warum ich hierher gefahren bin. Ich hab's aber getan. Fahre ich oben über die Brücke? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich hätte hier links abbiegen müssen. Wobei, ich hätte ganz woanders links abbiegen müssen. Ich bin so dumm im Kopf, Digga. Digga, ich fahre gerade komplett lost. Na, erstmal umdrehen. Ja, sehr gut, kleiner Mann, auf die Hauptstraße einen Ball rollen zu lassen. Habt ihr das gerade gesehen? Getunter Golf, wo hinten eilige Arzneimittel draufsteht. Alles klar, Digga. Oh nein, da gab es einen Unfall. Oder der geht einfach nicht mehr an. Die G-Klasse steht. Komm, YouTube, ich fahre jetzt seit gefühlt einer halben Stunde nur rum und es ist gar nichts passiert. Akku neigt sich eh dem Ende, von daher sehr viel mehr kann ich sowieso nicht aufnehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls irgendeiner jemanden kennt, der eine 600er Maschine verkauft und dafür nicht unnormale Preise verlangt, kann er sich gerne bei mir melden, ne? Ansonsten bleibt mir gesund. Genießt das schöne Wetter. Ich weiß nicht, was für Wetter sein wird, wenn ihr das Video schaut. Aus dem Grund, dass man in Deutschland ja gefühlt jeden Tag den Wetterbericht schauen muss. Das war ganz wichtig jetzt, oder? Wo war ich stehen geblieben beim schlechten Wetter in Deutschland? Schaut einfach den Wetterbericht, dann wisst ihr Bescheid. Bis dahin, wir sehen uns. Yalla.